Willkommen zurück bei meinem großen Rebuy Unpacking. Wir machen einfach nahtlos weiter. Ja. Bitte. Ja, das ist total Anfang. Du Anfang. Hast du an, ich hab wohl an. Hier, hier. Oh, bei mich auch. Oh, nee. Ja, das stört. Horror 101. Ein Männlein hinkt am Galgen. Es sind noch 10 Kalendergeschichte. 8 Studenten fängt der Satz an. Das sind keine 10, das sind 8. Horror 101. Habe ich auch schon in der Hand gehabt, habe ich aber noch nicht gesehen. 101 heißt es bestimmt. Sieht auch ziemlich billig aus, aber. 99 Cent. 99 Cent. Nee, kann auch 1,90 Euro. Nee, keine Ahnung. Habe ich schon öfters auch gesehen. Also in der Hand gehabt, aber noch nie geguckt. Muss ich mal aufmachen. Also ich muss. Ich kenne ihn auch nicht. Ich fand einfach nur das Cover einfach geil. Und dachte, ach komm, für 1 Euro. Wie nerdy ist das denn? Für 1 Euro, ne? Ja, guck mal, das ist doch echt mal witzig, oder? Das ist doch mal innovativ. Ja, ist schön. Nie Hangmann gespielt. Mach mal weiter. Ja, schon, aber ne, man kennt es. Mit Bo Derek, also der ist wohl schon älter. Auf jeden Fall. 10 Liter. Ach, du glaubst es nicht. Ja, geil, oder? Boah, kenn ich nicht. Matt LeBlanc und Nicolette Krebitz. Das wird ja ein Bruder. Die Männer ihrer Majestät. Sieht man's? Ja, so kann man es auch noch sehen. Darf ich aber kurz intervenieren? Ja. Während du hier den Film weitermachst, können wir das auch noch. Das ist eine richtig schöne Edition, muss ich sagen. Mhm. Ah, falsch. Mir dünkt, als hätte er das schon gesehen. Ja, das Paket war schon mal offen. Ja, eine Komödie von Anatomie-Regisseur Stefan Rutzowitzki. Mit Poster. Halt mal das Poster weiter. Halt mal das Poster. Eieiei, Thorsten, den musst du aufnehmen. Kriegsfilm. 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 Spielt im Nachkriegsdeutschland. Ja. Naja, wie gesagt, nie gesehen. Ein Mann, nee. Ist das eine Frau oder die Transe? Männer ihrer Majestät. Das ist eine Transe, oder? Das ist eine Transe, ne? Oder? So, ja, auf jeden Fall eine Transe, ey. Das sind, glaube ich, alle. Udo Kier! Ich bin mit Udo Kier! Ja, Udo Kier! Udo! 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 Ja, ja! Ja. Und Edward Fox. Also, der muss ihn gesagt. Und Oliver Koritke spielt da auch mit, guck mal. Und vor allem Matt LeBlanc. Ja, den gucken wir auch mal an. Ja. Stimmt, das habe ich euch später entdeckt. Udo Kier. Ist die Transe. Gott. Du bist. Ja. Und Udo. Udo Kier muss natürlich sein. Absoluter Kaufgrund. Ja, Udo. Ja, wir hatten heute schon die Frage Stallone oder Schwarzenegger. Und die Frage ist hier für Stallone entschieden. Das sieht auch noch jung aus auf dem Rückcover. The Specialist. Töten ist sein Beruf. Rasker ist ihr Ziel. Solange nimmt er den Kampf gegen die Unterwelt von Miami auf. Kenne ich nicht. Nee, kann ich auch direkt weitergeben. Ich kenne das Cover, aber ich habe ja noch nicht gesehen. Auch was älter, ne? Mitte der 90er. Das war so die große Zeit von Sharon Stone. Ach ja, mit Sharon Stone. Und die beiden nackelig unter der Dusche. Ah, leck mich. Ja, muss ja sagen. Nee, das machen die schon. Ein Blick des Jedes. Ist aber nicht der beste Stallone. Oh Gott. Prom Night. Prom Night. Eine gute Nacht zum Sterben. In der Unrated Version. Ah, oh, guck mal, ist das nicht schönes Cover. Ja, ich glaube, da muss ich passen. Ist, glaube ich, ein Remake, wenn ich. Ja, eben, deswegen. Ich glaube, das Remake habe ich nämlich noch nicht gesehen. Wenn das Remake ist. Ich meine, das ist das Remake. Dann habe ich es nicht gesehen. Das Original habe ich mal gesehen, aber auch schon Jahre her. Hilft mir, ihr seid doch Horrorfans. Prom Night ist der Abschlussball, oder? Ich glaube schon. Prom Night müsste der Abschlussball sein, ja. Okay. Aber mehr kann ich zu dem Film auch nicht sagen. Was mir gerade aufgefallen ist, also eindeutig Horror, ne? Aber Werbung für Handtaschen. Für Schnuffel. Ja, ist auch schön. Ein Horror ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. So, du darfst wieder. Prom Night. Das auch. Album des süßesten Hasen der Welt. Oh, so, auch Prom Night folgt. Der ist immer richtig geil. Ja, war schön. Ah, ja. Eine Nacht bei McCools. Kenne ich nicht. Echt nicht? Kenne ich nicht. Lücke. John Goodman ist dabei, ne? Lücke. Ja. Und ein Mann mit einem Halsband in Leder. Was ist das denn? Die mit dem roten Halsband. Der mit dem roten Halsband. Und eine Frau Nigli. Ja. Habe ich mich lange ja nicht gegen gewehrt. Ich habe ihn einfach nicht geguckt, weil ich immer so dachte, oh, mit Dill ist eben so mein Fall. Aber dann habe ich gedacht, oh, ist das Michael Douglas, John Goodman, Liv Tyler. Dann habe ich ihn doch mal irgendwann. Was ist das denn hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Was hat der denn das jetzt hier? Guck mal hier. Schwarzer Balken bei der Autowäsche. Ich weiß nicht warum. Ich komme da nicht so nah dran, aber man sieht es trotzdem. Ja, ich finde den richtig cool.
richtig geil, so ein Zufallsfilm, so. Ne? Die Ereignisse überschlagen sich in einer Nacht. Genau. Und ja, sehr geil gemacht, definitiv. Definitiv und. Definitiv. Definitiv. Auch wenn ich jetzt hier schon fünf Frauen erwähnt habe, Liv Tyler. Ja, natürlich. Der geilste, also der süßeste und beste Elb in Herr der Ringe. Also das ist der perfekteste Cast, den man kennt. Ja. Liv Tyler. Oh mein Gottness. Ich mach's kurz und schmerzlos. The Astronaut's Wife. Tonne. Der Titel hat mich mal abgeschreckt. Aber ich glaube, ich habe da mal gesehen, oder? Ich bin dreimal eingeschlafen und beim vierten Mal wieder durchgeguckt und habe gesagt, warum bist du nicht noch viertes Mal eingeschlafen? Nee, geht gar nicht. Aber das würde ein neues Gesicht, ich kenne ihn gerade nicht. Ist aber eine sehr, sehr alte Version, weil. Geilerweise. Ist Rechnung dabei. Hat, ist der Film mal. Kann man das sehen? Für 52 Euro, 52 D-Mark 99 im Jahr 2000 gekauft worden. Geil. Bei Hertie. Wie geil. Also ist es, müsste das so mit 53 Mark. 53 Mark. Sag mal schnell, wie heißen die Kackdinger? Jewel Case, genau. Ja, aber das waren ja so die ersten, denke ich mal, für... Ja, leider. Nein. Was haben wir gelernt? Die ersten die ersten, habe ich gesagt. Wo die dann größer wurden. Aber finde ich geil. Die waren dann so dazwischen. Super. Weiter. Ach, okay. Nee. Da muss ich passen, der geht. Robin Williams, ist das richtig? Zatura? Das glänzt, das schön, aber es glänzt. Das ist nicht Robin. Nee. Also ich habe das nie gesehen. Das ist so ein schwebendes Haus oder sowas im Weltraum. Jumanji, da kommt Robin. Genau. Ja, das ist so ein. Das ist quasi, wenn man will. Fortsetzung. Ja, Fortsetzung. Ja, das ist quasi Jumanji im Weltraum. Ja, um mal so zu sagen. Total strange, total abgefahren, aber auch total unterhaltsam. Ich fand es total toll. Hab mich nicht, drei Thesen ineinander. Hab mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Satura. Nicht zu verwechseln mit Zambora, das Gorilla. Und ich finde dieses Metall-Cover schon ja, das ist schön. Geil. Ja, wie ja. Schon sagtest, Jumanji, ich habe ihn einmal gesehen, fand ihn auch richtig witzig. Hab da nie wieder dran gedacht und habe ich wieder gedeckt jetzt bei Rebuy und dachte, ja, nimmst du. Ja, sicher. Klar, nimmst du. Nimmst du. Ah, der ist schön. Der ist schön. Schöner Verarsche, Satire, Parodiefilm. The Ring Thing, das Ding mit dem Ring. Ist für Fans, muss man dazu sagen. Also wenn jetzt so ein Film à la Scary Movie oder wie heißen die anderen hier so? Disaster Movie oder so erwartet. Er ist komplett anders, aber ist trotzdem eine richtig geile Parodie auf Herr der Ringe. Also ich fand den richtig geil. Aber ist halt österreichischer Humor. Ich denke, aus der Schweiz kommt. Oder Schweiz, genau, Schweiz, Entschuldigung. Schweizer Flagge. Ja. Ich wollte mir eine Mal angucken, hab's mir nie getan. Deswegen ja, dann können wir das doch demnächst mal zusammen. Watchlist. Ja, Marco hat es genau gesagt. Ich bin Fan, also ist er für mich. Ich bin Fan, also ist er für mich. Ist auch schön. Du bist das. Ich bin der eine, der ist mal der Ringe. Wenn es wieder eine Lücke gibt bei mir, dann ist es Police Academy. Ich kenne nur die Stuntshow. Die Stuntshow. Also welcher Teil ist er? 5. Ach, auch noch einer der besten. 5. Ist doch Miami Beach, ne? Miami Beach. Ja. Ich habe davon noch keinen einzigen gesehen. Außer das schreit nach einem Police Academy Marathon. Der nächste 80er Jahre Marathon kommt ja auch. Ja. Ja, aber Police Academy muss man auch schon. Nein, da ist schon klar. Der findet Janet Jones mit, das klingt auch toll. Aber ich kenne die gar nichts, kann ich nicht so sagen. Ja. I love it, Bombe. Nein, ich habe die ganze Box zu Hause. Das ist so eine Box, die nudel ich auch alle 2 bis 3 Monate mal komplett an einem Tag durch. Weil ich liebe Police Academy. Total derber, bekloppter, kranker, unsinniger Kackhumor, auf gut Deutsch wirklich. Also Leute können da wahrscheinlich echt nicht mehr viel drüber lachen. Ich finde es super und wir müssen mal einen Police Academy Marathon machen. Ja, ich habe die Box, die du hast, die habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf der Amazon Beobachtungsliste und konnte mich irgendwie nie dazu durchringen, mir die zu holen. Eigentlich ist es spottbillig, aber jetzt in der Version sind die Filme halt noch günstiger und dann habe ich gedacht, dann nehme ich die. Was könnte denn da gleich in dem Karton noch alles drin sein? Ich fange mal weiter an. Wie gibt's denn davon? 7, ne? 7. Okay. So, wir gehen ja von Police Academy weg in die Slasher-Ecke und wieder auf einem Scream war ja so erfolgreich, jetzt kriege ich auch ein Slasher. Düstere Legenden. Ja, ist nett. War für mich in dem Sinne interessant, weil halt Robert Englund mitspielt, der Freddy Krueger gespielt hat.
Und hier ist was für Thorsten hier. Wie heißt denn der Schöne hier noch? Ja, ja. Tudu. Ja, ja, ich erinnere mich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Joshua Jackson, genau. Jawohl, ja, ja. Und Jared Leto. Boah. Ja, für uns ist Rebecca Gale. Und Tara Rage geht auch mit. Das stimmt, sie hat ja auch mitgespielt. Da ist sie. Ja, ist nett, aber das Ende fand ich ziemlich beschissen. Also, die Tötungsszenen sind originell und nett, aber das Ende ist so übelst langweilig schlecht gemacht. Naja. Ich habe den auch später erst gesehen, irgendwie vor ein paar Jahren, als ich mir die blaue gekauft habe. Ein, zwei Jahre, kann ich nicht mehr sagen. Eben weil Joshua Jackson mitspielt und der ist ja der, der am Anfang mit dem Auto irgendwie aufgehangen wird, genau. Und aufgeschlitzt wird. Naja. Ja, aber das Ende, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber es fand ich einfach schlecht. Und noch einige. Glaube ich, ist das nicht John Walker oder? Nee, John Walker. Hätte aber woanders bei einem. Ja. Habe ich noch das blaue Lasche. Wenn jemand die kaufen möchte. An den Film an sich kann ich mich auch so gar nicht wirklich erinnern. Allerdings kann ich mich daran erinnern, dass ich da im Autokino war und ein T-Shirt davon gewonnen habe. Ah, schau mal. Vom Autokino? Nee, vom Film Düstere Legenden. Autokino ist ein Dreieck. Ja, gibt es ja leider bei uns nicht mehr. Ich war noch nie im Autokino. Echt? Nee, was? Können wir auch nochmal nachholen. Mann. Autour, hallo. Autour, ja. Autour. Ja, komm hier, so, frei. Weiter. Ich schon. Ja, sicher. Ich habe die Düstere Legenden. Bitte keine Police Academy. Ja, nur die Düstere Legenden. Ja. Back in Action ist ein Film auch noch von Looney Tunes. Ja. Ja. Ist nicht meine Welt. Ja, Back in Action fand ich auch nicht mehr gut. Ich fand Space Jam noch okay. Looney Tunes kann man sich mal Sonntag, ach so, schon gezeigt, so richtig. Kann man sich mal Sonntagnachmittag im Kreise der Familie angucken, aber definitiv kein Film für mich, den ich im Regal haben muss. Ja, ich liebe eigentlich Looney Tunes oder Looney Tunes, gerade vorweg den tasmanischen Teufel. Und natürlich Roadrunner und Coyote sind die geilsten überhaupt. Ja. Jenna Elfman übrigens. Ganz klar. So, misch. Ziehen raus. Oh! Oh, oh. Die Platinum Edition für 17,90 €. Ja, Bombe. Ganz klar. Sixth Sense, einer der geilsten Filme ever, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen liebe ich ja Filme mit überraschendem Ende. Es gibt ja tatsächlich Leute, was du nicht auch? Nee, du glaube ich nicht. Es gibt tatsächlich Leute, die mir erzählen wollen, ich habe nach 10 Minuten schon gewusst, warum das so ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man auf den Trichter kommt. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht drauf gekommen, ich kenne keinen, der drauf gekommen ist, bis auf die, die halt dann immer großspurig sagen, ja, für mich war der nicht so toll, weil ich wusste das Ende schon nach einer Viertelstunde. Der war, ist doch klar, dass der tot ist. Ich kann dem Marco auch nur recht geben, da habe ich auch, ist ein Film, wo ich ganz viele Versionen schon von hatte, unter anderem auch diese hier. Jetzt habe ich, glaube ich, blau, wenn ich mich nicht täusche. Der erste Film mit oder von M. Night Shyamalan, das ist auch ganz hängen geblieben. Und dieser Harley Osman Jr. Harvey Osman. Ja, der hat auch Kennedy erschossen. Nein. Das ist einer der wenigen Filme, wo ich damals, nicht wo ich im Kino war, aber wo man im Kino gesessen hat und quasi die letzten 5 Minuten alle nur noch so, also das ist einer mit den überraschendsten Enden, die ich, das hat mich so umgehauen. Und deshalb war M. Night Shyamalan ab da ein richtig geiler Regisseur, ist er immer noch. Das mit der roten Farbe weißt du aber, ne? Ja, ja. Ja, gut, okay. Frage. Das fällt mir noch ein, ist auch schon einer der meistzitierten Cover-Parodies-Filme. Mhm. Ich sehe tote Menschen. Genau. Ich wieder? Du bist schon wieder. Bitte nicht. Der ja, langsam wird's enger. Ja, 7 ist aber dabei. Komm, ja, nur noch 6. 7 Tage aus. Ich habe schon mal beim letzten Mal. Nein, nicht 7 Tage ausgeführt. Doch. Oh, Björn, du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Der ist geil. Was ist denn da geil? Der ist super. Oh. Darf ich jetzt? Ja, du darfst. Ich kann ihm auch nur zustimmen. Wir bashen uns gerade gegenseitig. Ich hatte ja schon beim letzten Mal bei Lizenz zum Heiraten erzählt, dass es den ja auf HD, DVD in Rot gab. Den habe ich damals im Gegensatz zur Lizenz zum Töten tatsächlich gekauft und der war nun wirklich schlecht. Ja, schlecht. Also das ist definitiv dieselbe Kategorie wie Viva Las Vegas, 20 über Nacht, was haben wir noch, 50 erste Dates und dieser ganze Scheiße, also richtig, richtig übel. Und dann noch mit dem hier, wie heißt der noch, den kann ich ja eh nicht. Ben Stiller. Uah. Ja, da gehen wir mal nicht konform, weil I love him. Ich liebe Ben Stiller. Boah, du ratest. Ja, ehrlich, ich finde, das ist ein guter Schauspieler, das ist eine witzige Komödie mit ihm. Punkt, Ende, aus. Naja, okay. Doch, ja. Reg dich nicht mehr. So, ja, es ist nicht sein bester, okay, aber trotzdem. Reg dich nicht mit Sowen.
Was nehme ich denn jetzt? Ein Police Academy. Oh, das ist Snapper, das fühle ich. Snapper. Schnapper. Police Academy gibt es nicht im Snapper. Schnapper. Mel Gibson und Julia Roberts. Fletchers Vision. Muss ich ehrlich gestehen. Na, schaffst du was gegen Julia zu sagen? Noch nie gesehen, aber ich werde ihn auch nicht sehen, weil da spielt die Olle Roberts mit und die mag ich ja so wie ein Pickel am Arsch. Dankeschön. Ich kenne den auch nicht, aber den musst du mir mal leiden, den nehmen. Weil Film Neo-Noir. Aha. Okay. Trotz Julia Roberts, Bombe. Richtig geiler Film. Echt, musst du dir mal. Da musst du dich wirklich mal überwinden. Das Problem ist, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, ich meine, ich kann mir angucken, aber ich werde ihn definitiv schlecht finden. Das ist so. Du kannst mit 1000 Tom Cruise Filme auf den Tisch knallen. Ich werde nie sagen, warum der geil ist. So viele gemacht. Nein, aber der Film wird auch definitiv von Mel Gibson ist getragen. Ja, natürlich. Aber ich taucht halt irgendwann auf und presse ja, natürlich. Fetten Lippen in die Kamera. Und ich finde ihn geil. Also für alle, guckt ihn euch an, wer ihn nicht kennt. Definitiv. Es gibt eine Ausnahme. Das fällt mir gerade ein. Es gibt wirklich eine Ausnahme. Da schaffe ich's. Da spielt sie aber zum Glück nur eine minimale Nebenrolle. Das ist Hook. Da kann ich Julia Roberts erstaunlicherweise. Ja, minimale Nebenrolle. Also ja, so oft traut sie ja auch nicht. Aber da kann ich erstaunlicherweise. Das ist eine Stinkerbell, oder? Ja, ja. Da kann ich Julia Roberts irgendwie ausblenden. Weil Hook finde ich Bombe. Direkt das stimmt, das rein. Stimmt. Also, da kann ich es ausblenden, aber woanders nicht. So, Police Academy. Ein Film, der bei mir schon Rebuy-Karriere gemacht hat, weil Single-Version, dann jetzt diese Version und jetzt doch ganz neue Director-Version. Das ist wirklich Leute. Eine der schlechtesten Comic-Verfilmungen, wie ich mal lese, aber das ist ein Mann, der heißt Ben Affleck, den finde ich rattenscharf und wenn der so ein Kostüm rumläuft, dann ist das der Grund, den Film zu besitzen. Ja, Rattenscharf weiß ich nicht, ich stehe ja nicht auf Männer. Ben Affleck ist schon ein cooler Schauspieler, ist okay. Ja, obwohl ich nicht viele gute Filme mit ihm mag oder ich kenne nicht viele gute. Daredevil ist für mich die schlechteste Comic-Verfilmung nach dem Hulk, also nach dem Ursprungs-Hulk, nicht nach dem letzten mit dem Eric Banner Hulk. Der Eric Banner. Ja, der ist so fürchterlich ätzend langweilig, dieser Film, das geht gar nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den wirklich in der Century 3 Edition, aber das ist reiner Sammler-Nerdy-Kack, weil ich halt diese schöne Box haben wollte. Aber dieser Film, ein Blinder, der da, oh ne, ich habe gedacht, ich werde bekloppt. Und diesen Film gesehen habe, ich erfahren nicht. Also ich muss recht geben, von den Comic-Verfilmungen ist eigentlich der schon schlechtere und ist auch eher so, mal alle in der Sammlung irgendwie zu haben. Ja. Hast du ja. Spin-off schon? Elektra, nein, fehlt mir auch. Elektra war cool. Den fand ich ganz nett. So, jetzt ist unser Zeit für Police Academy. Oder habe ich nochmal Glück? Ah, oh, ich habe nochmal Glück. Was eingepackt, ey. Ah, Double Cup. David Rasche als Sledgehammer. Sledgehammer, geil. Beste Serie ever, habe ich auch in der Ultimate Collectors Edition. Double Cup, muss ich leider sagen, kennst du ihn? Nein, ich sag mir spontan nicht. Double Cop muss ich leider sagen, richtig, richtig übel, weil das ist so ein Film, ja, den haben sie damals, als der die Serie Erfolg hatte, wollten sie unbedingt einen Kinofilm machen und haben dann den großen Fehler gemacht und haben wirklich aus den besten Folgen von Sledgehammer so einen Kinofilm zusammengeschustert und der ist so übelst schlecht, aber... Ich kenne ihn nicht. Ja, Sledgehammer ist... Die Serie ist Bombe. Also. Aber Marketingfilm ist auch mal eine coole. Ja. Harrison Page, David Harrison Ford ist aber nicht, ne? Nein. Ja, wie man schon sagte, die Serie habe ich als Kind auch geliebt mit Sarah heißt sie nachher, ne? Sarah, scheiße. Ja, die heißt nicht Sarah. Nein, die heißt nicht Sarah, die heißt. Ach du meine Güte, komm jetzt auch drauf. Naja, ich heiße die Knarre von Sledgehammer. Also die Serie ist geil, habe ich leider noch nicht. Und ich dachte, ja komm, fängst du mal mit Double Cop an, dann hast du schon mal was in der Sammlung. Ja, aber das ist echt wirklich so. Ich guck's dir an, aber es ist so schlecht. Julia, alles zusammen. Nein, ist egal. So. Ja, schreibt uns rein, wenn ihr wisst, wie die Knarre von Sledgehammer heißt. Ja, jetzt wird's enger. Also. Jetzt wird's eng. Aber noch nicht eng genug. Ich habe den Namen heute schon mal gehört, Mooseport. Ich kann da gar nichts mit anfangen, weil ich nicht weiß, was das ist. Aber ich fürchte mal, wird so ein Film sein, wie den anderen Film, die ihr gerade erzählt habt. Und das wird auch nicht für mich sein. Ja, immerhin Gene Hackman. Aber der spielt doch nicht bei, wie heißt die Serie? Ray Romano. Alle lieben Ray. Alle lieben Ray, natürlich. Ray Romano, alle lieben Ray. Ja, willkommen in Mooseport. Keine Ahnung, aber Hackman und Romano sind einfach großartig, sagt die Los Angeles Times. Kenn ich nicht, aber... Hätte ich für einen Euro oder was hat er gekostet? Ungefähr. Wahrscheinlich auch mal eingepackt, glaube ich. Ja, also, allein wie ich mag Gene Hackman. Ja, ich auch. Sehr gerne. Ich mag Gene Hackman und der spielt hier einen Ex-Präsidenten, der nach Mooseport zieht und sich dann um das Bürgermeisteramt bewirbt. Ah.
Und ja, dabei geht allerlei schief und die duellieren sich die beiden so ein bisschen. Und ich fand ihn ganz witzig. Und es ist so eine Komödie, so eine Außergewöhnliche. So. Jetzt haben wir also eine Chance von 1 zu 7. Oh, ich habe noch Glück gehabt. James Caan, den habe ich gestern Abend noch gesehen, weil ich habe gestern Abend noch in einem Anflug von Ich kann nicht pennen, was habe ich denn geguckt? Misery. Geil. Misery habe ich noch geguckt gestern, deswegen. Übrigens, nochmal, Misery ist auch ein geiles Stephen King Buch. Auf jeden Fall. Habe ich vorhin noch vergessen. James Caan ist auch ein toller Schauspieler. Das hier ist Rollerball. Das Original. Das Original, sehr cooler Film. Remake war auch okay, aber nicht so gut wie das Original. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, warum das Original so gut ist. Weil eigentlich ist er, lebt er wirklich von seinem Kultstatus teilweise. Ja, oder, weil ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen und jedes Mal, wenn der Film zu Ende ist, denke ich mir, warum finde ich den eigentlich gut? Weil eigentlich ist der nicht so spektakulär. Ich habe gar keinen Spiel. Irgendwie, jedes Mal, wenn er zu Ende ist, denke ich mir, oh, so toll war er gar nicht, aber trotzdem guckt man irgendwie immer wieder. Ich habe die beiden noch nie gesehen. Weder das Video noch das Original, deswegen hat er nichts zu sagen. Ja, Marco hat eigentlich nie immer alles gesagt. So, und jetzt bitte. Es ist aber anders. Trailer schon gesehen, für schlecht befunden. Deswegen kommen hier nur schlechte Worte, wenn ich weiterrede. Ich mag Kevin James. Kevin James finde ich einen tollen Schauspieler, bin ich ganz ehrlich. Und er war in King of Queens auch richtig geil. Im Film hat er es leider für mich noch nicht oft gezeigt. Ich fand ihn okay in Hitch. Da war er okay, der Date Doctor. Hier war er richtig, richtig schlecht. Das ist übrigens der Kaufhauskopf nochmal kurz. Ne? Da war er richtig schlecht. Gestern habe ich vorgestern im Fernsehen mit Vince Vaughn, der war noch schlechter. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ziemlich dicke Freunde oder irgendwie. Ja, oder? Genau, ja. Der war noch übelst. Wo ich überrascht war, ganz ehrlich, habe ich auch letztens von Lovefilm gehabt, war der Zoowärter. Den fand ich cool. Ja, der lebt aber auch von den zumindest Tieren. Ja, natürlich. Der lebt natürlich wieder von den Tieren und den deutschen Stimmen. Weil Mario Barth synchronisiert auch ein Tier. Na egal. Wir werfen ihn mit Kaka. Also den fand ich unterhaltsam. Und angeblich soll das Schwergewicht ja auch richtig geil sein. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Also ich fand ihn okay. Ganz witzig. Und deshalb... Bei so günstigen Preisen kann ich... Wir müssen mal langsam jetzt... Guck mal auf die Uhrzeit heute. Das Paket ist noch durchgegangen. Ja! Police Academy 3 und keiner kann sie bremsen. Bombe geil. Mhm. Ja. Für mich der beste Teil. Echt? Ja, okay. Definitiv. Ah, Heidi, tolle. Ah, da haben wir einen Scheiß, ich will so viel zu erzählen. Du brauchst ja viel, wo du viel erzählen musst. Yvonne Katterfeld, U900, mach's kurz, dann kannst du bleiben. Jetzt aber ganz ehrlich, Herr Thorsten, erstens mal musst du den Film rezensieren, weil es ist ein Kriegsfilm. Ich weiß, dass du Atze Schröger nicht magst, aber dieser Film, ich halte noch mal die Kamera, U900, ist nicht so blödeljantisch, wie viele denken, wenn sie ihn sehen. Ja. Der ist wirklich richtig gut gemacht und der ist vor allem von der Optik her unfassbar geil. Wirklich. Er ist wirklich optisch, das U-Boot, die Stadt, die zerstört wird nachher, dieses Nachkriegsgedöde, dieses Kriegsschauplatz und so weiter. Man spielt ja nochmal 44, oder was, ne? Ja, 44. Also der ist richtig gut und der hat wirklich gute Ansätze von einer interessanten Tragikomödie und ist nicht so, wie man einen Atze Schröder Film erwarten würde. Muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Also Sven Unterwald ist ja auch... Und Sven Unterwald ist überhaupt die geilste, mit einer der geilsten Regisseure in Deutschland. Also die Zwerge sind auch von ihm zum Beispiel. Zwerge, zum Beispiel die letzten Otto-Filme eigentlich. Alle. Nee, nur der letzte. Der Otto's Eleven. Ja, und Otto's die Zwerge-Filme, oder? Ja, der ist ja kein reiner Otto-Film. Ja, gut, okay. Unterwald hat aber auch gemacht... weiß ich nicht mehr. Egal. Oh, den Film kenne ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Nee. Ah! Teil 4. Police Academy und jetzt geht's rund. Geil. Mhm. Und das ist Teil 1, dümmer als die Polizei erlaubt. Ja. Ja. Kurz, weil er gerade sagte, Teil 3, nach wie vor sorry, ja, der ist auch unerreicht, Teil 1 und die anderen auch natürlich gut, aber Teil 1 bleibt der beste. Ja, ich finde im Teil 3, muss man sagen, die Kombination Smeechuk und Ja, genau. Ja, komm ich noch nicht drauf jetzt. So, nochmal Politikerin. Nein! Ach, nein! Oh, Alter, der ganze Raum. William Shatner. Der erste Film von der Star Trek-Generation, genau, für die Star Trek-Generation. Free Enterprise, Love, Long and Party. Den habe ich auf der Blu-ray Science Fiction Collection. Ah.
das ist schon wieder kein Trash, das ist einfach nur Scheiße. Das geht gar nicht. Richtig übel, richtig übel. Wir müssen mal den Frank Heister fragen, müssen wir die Manuela fragen, ob das wirklich was ist. Den kennt ihr nie im Leben. Kennt ihr nicht? Nee. Stimmt, alles was Star Trek ist, ist doch... Ist ja kein Star Trek, so spielt ja nur William Shatner mit. Ach, nur William Shatner. Deswegen. Ja, das reicht ja schon. Das ist so ein Eulerweil. Ja, ich sag mal, als alter Trekkie Star Trek-Fan, um die Sammlung voll zu kriegen oder überhaupt mit so einem Zufall. Nein, einer ist noch. Fehlt noch ein Teil. Nein, es fehlen noch zwei. Ach, hast du eigentlich gekriegt? Teil 2. Von Police Academy. Ja, super. Den fand ich persönlich jetzt nicht ganz so. Nee, der zweite war auch nicht so mega. Wo sie da in der Stadt sind, nee, der war nicht aber, so. Aber ey, ich meine schon gut, man aber... Man muss ja eh alles zusammen gucken, ja, dann willst du eh alles. Teil 6 und 7 habe ich noch nicht. Ach so. Gut, um 7 ist es nicht tragisch. Könnt ihr mir schicken. Ja? Genau. Spenden nehme ich gerne entgegen. Ja. Das war's. Ja, das war's. Die Rebuy-Pakete sind leer. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Das war wieder sehr interessant. Viel Gutes, viel Schlechtes, sagen die beiden. Für lustige Scheiben eingekauft hat. Ja. Und es geht weiter. Mit Sicherheit. Mit nur Sicherheit. Wann, das wissen wir noch nicht. Nein. Wir schauen mal. Aber also, wir packen dann genüsslich weiter aus. Und genau. Machen wir also. Bis demnächst. See you. Tschüss.